Jo, ihr Banausen. Zeit für die nächste Folge. Scheiß hierbei. Schmeiß erstmal die Hälfte hier weg. Du Scheiße, bei. Easy kann auch weg. Zufällig noch ein...
Was denn, Alter? Hast du doch keine Bullen. Das ist Polizist. Nein. Na denn? Ja. Weißt du was? Ich habe auch eine Shotgun. Warte. Lass mich eben holen. Ah. Oh, sorry. Oh, da fehlt ein Teil aus dir. Hm, jetzt bist du dran, Dane. Ja. Ihr musstet ja einfach auf mich ballern. War das der Polizeieinsatz hier ganz zufällig auch? Den kann man natürlich klar den Schnellreisepunkt benutzen. Wo müssen wir denn hin? Hier. Können wir uns wenigstens so lange den Earl Grey reinziehen? So, ich will wirklich mal sehen, was da auf uns wartet. Sci-Tech hört sich nicht gut an. Müssen wir irgendwie Militech beklauen, das wäre nicht so dolle. Sieht verdammt danach aus. So krass Kopfschmerzen. Ich habe auch überall diese roten Pickel. Was passiert halt, wenn man den Petrochem-Müll füllt? Scheiß ist doch komplett verstrahlt. Ich weiß, die schmeißen geiles Zeug weg. Alter Schwede. Das ist nicht wert. Das ist es doch, oder? Ja, wo bleibt der Auftrag? Irgendwie ruft keiner an. Ah. Aber einen neuen Job für dich. Du sollst bei Sci-Tech einbrechen und Designs klauen, die einer gewissen Rihanna Kumar gehören. Aha. Und Überraschung. Kundin ist sie selbst. Du musst die Sache clever angehen, also sieh dir die Infos ganz genau an. Na, gucken wir uns die Infos mal an, Leute. Kleptomanie, Auftragsart, Ziel, Rihanna Kumars Sci-Tech-Forschungsunterlagen beschaffen. Rihanna Kumar war eine der Top-Ingenieurinnen bei Sci-Tech. Sie lebte in einem luxuriösen Haus, aß echt Fleisch und blickte herab auf die Armen. All die Untergeordneten der Konzerne. Doch dann verstrickte sich die Handlung ihres kleinen Märchenlebens auf einmal. Sci-Tech stellte ihre Welt auf den Kopf. Kein Haus mehr, kein Fleisch mehr. Dafür brandneuer Einblick in die Welt der Armen von der anderen Seite des Zauns aus. Sie hat uns kontaktiert, damit wir helfen, eine Abfindung herauszuschlagen. Brich in die Sci-Tech-Fabrik ein und klaue die Daten von einem Projekt, an dem unsere arme, geschundene Klientin gearbeitet hatte. Damit kann sie aus den Trümmern ihres Lebens emporsteigen und nach den Sternen einer neuen Karriere greifen. Scheiße, an mir ist ein Dichter verloren gegangen. An mir auch. Wie dem auch sei, das Wichtigste ist, dass sie für uns die Sache bezahlt. Spaß. Okay, er sagt nichts von Schleichen. Freut mich schon. Eine Schleichmission. Jetzt suchen wir erstmal einen. Alter, wir können bloß nicht in die Pelle. What the fuck, Alter? Gut, das ist so ein Hightech-Konzern. Hier wird es keinen Schleichweg geben, der zufällig offen ist. Moment. Alles mit Stacheldraht. Vielleicht kommen wir über dieses Haus hier. Das ist schon ein Ende. Okay, aber das hier sieht so nach. Ja, als wäre das. Purple Thieves must die. Ich bin hier auf der Seite. Was ist mit den Sprungdüsen los? Oh yeah. Den komme ich überall rein. Also, erstmal speichern, weil wir werden natürlich wieder versuchen zu schleichen. Wenn es nicht klappt, dann drauf geschissen. Schauen wir mal. Cam wird erstmal umgepolt. Oder steuer sie erstmal. Erstmal sehen, was hier alles so los ist auf dem Hof. Und wie viele Cams haben die hier? Okay. Schon mal einer. Nächste Cam da hinten. Oh, das ist eng. Oh, wie riesig ist der Scheißladen?
Lass mich raten, ich muss natürlich ins hinterste Büro. Die haben Arasaka-Schutzwesten an. Scheiße. Oh, Kacke, Alter. Sind das Kampfdruiden oder Maloche-Druiden? Alter, das ist auf jeden Fall ein Zuckerschlecken hier. Und ich muss am Ende wetten, mit diesem LKW entkommen oder sowas? Nee. Warum sollte es denn? Ja, man hat bestimmt in dem scheiß LKW liegt. So, warte. Hier oben auch welche. Alter. Und wie viele Camps sind in diesem scheiß Netzwerk drin? Laufen denn hier rum? Nächste Camp da hinten im Büro. Alter, Scharfschützen. Meine Fresse. Der Haupteingang wohl oder die Kantine. So ist auch scheißegal. Wir müssen da so oder so rein. Hol das Ding mal um. Geht nicht mehr? Why? Oh. Noch bist du nicht auf deren Gebiet. Eigentlich dürfen die nicht anschlagen, aber. Und hier ist auch ein Scheißweg rein, muss da einmal über den ganzen Hof. Steht aber nur er, den könnte man schnell auch. Oh, und er. Okay. Ja. Beyoncé oder was? Oh. So, warte. Muss schalten. Aber erstmal ganz aus, weil wir schnappen uns den da unten schon mal. Oh, Alter, wir kommen über den Parkplatz, über den riesen Hauptparkplatz. Das ist doch scheiße. Ganz leise. Wir haben ja auch. Fuck. So viel zum Thema leise. Einmal gespeichert. Oh, fuck! Er dreht sich natürlich im richtigen Moment, wie immer. So, mitnehmen den Typen. Können wir den nicht in den Kofferraum packen? Ja. Autos stehen hier eine ganze Menge. Da könnte man viele von denen abladen. Ist das Alk? Sache. Geile Arbeitsmoral, Junge. Sieht's aus. Okay. Die tun wir umholen. Ich mach's alle. Scheißegal. Oh, den haben wir hier. Scheiß Aufgang. Oh, den bringen wir auch da hinten zu einem Auto. What? Alter, immer ist irgendjemand zufällig. Das haben die doch so strange gemacht, den Scheiß. So, nächster Kofferraum. Zack. Okay, wir müssen wahrscheinlich. Alter, hier gibt es doch bestimmt noch eine Dachluke, wo wir von oben kommen können. Jetzt egal. Oh, wer steht da? Warte. Lenk ihn doch ab. Können wir hier nicht irgendwie was. Warte mal. Steht hier nicht zufällig irgendwas, womit wir ihn ablenken können? Nee, das ist eine Kiste, wo wir ihn reinschmeißen können. Idiot, tolle Ablenkung. Jetzt kommt er wieder auf dich zu. Der war gerade auf dem Weg. Nach hinten. Na toll. Und der bleibt mit dem Gesicht nach hier gedreht. Ja, scheiß Ablenkung war das. Jo. Dreck. Alles unter Kontrolle. Sie, alles unter Kontrolle, Senior.
Warum sollst du den nicht schnappen? Wer weiß, wie viele Cans da noch drin sind. Ist das Büro? Wo wir rein müssen? Das wäre aber cool. Ist ja direkt schon am Anfang. Speicher mal eben. Hä? Dann wäre das ja der billigste Auftrag der Welt. Sehr schön. Ich glaube, das ist es, wenn er schon sagt 10 Meter. Müssen wir wirklich nur auf ihn achten. What the fuck, Alter? Wie sieht er mich denn von da hinten? Oh mein Gott, ey. Mach doch die scheiß Tür wieder zu. Nein. Und eine Cam da. Verdammte Cam. Es war nicht dieses Buch. Dreck. Wet Dream? Be the Dream? Jetzt gucken wir uns aber eben an, Leute, oder? Ach ja, wieder, okay. So. Oh, Scheiße, ey. Oh Mann. Oh Scheiße, ich glaube, das ist da, wo dieser Scharfschütze noch mit rumlief, oder? Um Polen. Ja. Da. Ich muss den irgendwie ablenken. Habt ihr die ganze Zeit auf ihn? Keine Ahnung, aber. Könntest du ihn ablenken, aber wenn du den Kassettenrekorder nimmst, dann. Scheiße, geht der gar nicht weg? Doch. Dann kannst du ihn schnappen und schnell. Ah, okay. Warte, mal sehen, ob der sich ablenken lässt. Weil. Warte. Vielleicht, wenn du die Tür da hinten einfach aufmachst, geht nicht. Shit. Dann bleibt der wohl da. Alter! Du verfluchtes Mistding da oben! Okay, warte. Wir haben uns erst ihn, aber jetzt hat es schon ein bisschen zu lange gedauert. Lass mal einfach hier liegen. Klar. Warte. Naja, den lassen wir hier liegen. Warte mal. Den lenken wir jetzt ab und schmeißen den hinten in den Tonne. Und zwar. Warte. Damit können wir ihn vielleicht ablenken. Werf mal nach dem. Ja, guck mal. Weiß, was das war. Nur der wird schräg zu mir stehen. Ja. Ich steh schon. Ah, Mist, das ist Kacke. Das ist Kacke. Keine Bedrohung entdeckt. Puh, der fällt schon mal flach, warte. Ah, okay, noch besser, wenn er hinten ihn latscht. Schön, jetzt bist du am Arsch. Junge. Das war's, glaube ich. Ist das der Splitter, den wir brauchen? Es tut mir so leid, aber ich muss absagen. Was? Scheiße! Das ist gar nicht das. Oder? Schafft ihr Zutritt zum zweiten Stock? Oh Mann! Okay, das war's dann wohl nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Scheiße. Okay. Vielleicht kriegen wir es wirklich mal hin, ohne entdeckt zu werden. Ein zweites Mal. Schafft ihr Zutritt? Okay, verschafft ihr Zutritt zum Server. Oh.
doch der Serverraum, oder? Nein! Die habe ich übersehen. Okay, komm. Ist okay. Gott sei Dank haben wir gerade gespeichert, weil ich wusste, dass wieder so eine Scheiße. Sehen, dass da so viele verschissene Dreckscamps drin sind. Das waren so die Cam und ich dachte, da steht einfach was auf dem Schrank. Sorry. Den ich irgendwo hier ablegen? Gibt's hier nichts? Ich schaffe die Rihannas Dateien. Weißt du was? Schlepp den Typen doch hier rein. Das hat zumindest eine Ecke mehr unsichtbar, als wenn er hier mitten im Raum liegt. Ach, hier müssen wir eh hin. Also, schmeiß den hier in eine Ecke. Da müssen wir ran, oder was? Jo. Verlasse die Fabrik. Kinderspiel. Was? Daten sind angekommen. Danke. Okay. Aus dem Staub, ja, hab ich vor. Aber Moment, vielleicht können wir ja noch was mitgehen lassen. Ich muss noch. Den Scheiß auf jeden Fall unentdeckt erledigen. Mach mal die scheiß Mucke aus. Gut, hier ist aber auch nichts mehr. Was willst du? Steht da einer. Ist der Scharfschütze? Oh, zwei. Und zurück. Mann, du brauchst ja auch nichts mehr. Raus aus dem Drecksladen. Du Idiot. Nö, hab ich nicht entdeckt. Was ist der hin? Weißt du was? Wir gehen auf demselben Weg raus, auf dem wir reingekommen sind. Fertig. Da wird es dann nämlich auch keine Problems geben. Wieder am ersten Stock zurück. Hier rum. Zack. Pass auf, jetzt mache ich auf und der eine steht direkt vor der Tür. Sage ich's nicht? Okay, er geht jetzt. Dann. Und zicki, zicki, zick. Der Megasprung, zack. Oh, fuck. Hm. Nein. Was ist los? Nicht dein Ernst. Halt dich doch an der Kante fest, verdammt. Okay. Sehr schön. Okay. Sag, was du zu sagen hast, nach Kapitän. Solchen Jobs denke ich oft. Scheiße, bin ich froh, dass ich wie habe. Mach schön weiter so. Job erledigt. Job erledigt. Ich doch mal sagen, meine auch. Heute was Cyberpunk betrifft. Hat wieder Dankeschön.